Ein Fehler ist aufgetreten. Sie wurden vom PlayStation Network abgemeldet. Oh, schön. Scott kümmert das an der Stelle kein bisschen. Nein, Scott ist immer noch frohen Mutes und Scott hat andere Probleme, beziehungsweise eine gänzlich andere Spur. Denn er ist ja immer noch hinter dem guten Gordy Kramer her. Oder, beziehungsweise, nein, Moment, ich glaube, jetzt machen wir was gänzlich anderes. Donnerstag, 11:10 Uhr, 84,63 mm. Jetzt gehen wir nämlich in ein kleines Antiquitätengeschäft, wo man ziemlich viele Uhren kaufen kann, scheinbar. Manfred! So, warum sind wir jetzt hier? Und warum sind wir mit Lauren unterwegs? Genau, diejenigen, die noch ein total tolles Gedächtnis haben, wissen, dass wir, beziehungsweise dass Lauren uns hier diesen Umschlag gebracht hat. Dieser seltsame Umschlag, keine Ahnung. Und Scott ist einfach nur aufgefallen, dass man bei diesem Umschlag ja ganz eventuell, beziehungsweise bei der Schrift, die auf diesem Umschlag drauf war, das sah so komisch aus, beziehungsweise so wie eine bestimmte Schreibmaschinenart oder irgendwie sowas aus in der Hinsicht. Und ja, er wollte jetzt einfach mal einen Fachmann diesbezüglich fragen, mit was für einer Schreibmaschine der Typ, der diesen Umschlag abgeschickt hat, unter Umständen geschrieben haben könnte. Und ganz unter Umständen hilft das ja so ein ganz klein bisschen. So funktioniert Detektivarbeit. Mein Gott, ja, ist scheiße langweilig manchmal, aber wenn's, der Zweck heiligt die Mittel, also. Manfred, Und Manfred ist jetzt eben ein Bekannter von bist du Scott. da? Und der könnte sich ja unter Umständen damit auskennen. So, wo ist jetzt aber Manfred? Manfred! Hallo Manfred! Oh, guck mal, ganz viele Schreibmaschinen und so. Manfred ist der Origami-Killer! Oh mein Gott, er benutzt im 21. Jahrhundert immer noch Schreibmaschinen. Naja. Hoi! Hallo Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Das nicht. Scott! Ja, Scott! Hey! Schön, dich zu sehen! Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Eine Flasche Scotch für Scott. Oh ja, schön. Ja, bis auf uns erstmal ein bisschen. Hast recht, Manfred. Sympathischer Typ. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Okay, alles klar. Ba, ba, ba. Wir gehen ans Telefon. Wir gehen ans Telefon. Scheint auch ein neueres Modell zu sein. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Schön. So. Dumm, die dumm, die dumm. Wo ist mein Scotch? Ah, schön. Also, auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Prösterchen. Joa. Darauf dann erstmal, ja, noch ein Zug. Genau. Aber auch immer sofort alles anfassen müssen. Gefällt sie Ihnen? Ja, sie ist wunderschön. Eine Stradelli. Hergestellt in Venedig des 18. Jahrhunderts. Das ist eines meiner Lieblingsstücke. Also, Scott, was führt dich her? Nach so vielen Jahren. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein
und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ja, ob der Typ wirklich was weiß, ich weiß ja nicht. Er scheint mir nicht mehr so ganz up to date, aber naja, der Eindruck kann ja auch täuschen. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Es ist immerhin eine Spur. Naja. So, ja. Warten wir jetzt nur kurz auf Manfred. Lauren spielt wieder herum. Herzergreifend. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Der Name des Mörders könnte in Manfreds Büchern stehen. Lauren glaubt, sie hat den Killer bald. Ich fürchte, das wird eine Enttäuschung. So, ja, Manfred, hallo, Manfred? Warum brauchst du so lange hier hinten? Manfred! Hallo? Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Hallo? Schlecht. Hoppla! Manfred? Oh mein Gott. Er ist tot. Oh mein Gott. Das könnte jetzt schlecht werden. Scott? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Ta-ta-ta-ta! Neue Aufgabe! Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Rawls gesucht. Vergessen Sie es, wir müssen hier raus. Ach, lassen wir sie einfach machen. So, okay, Fingerabdrücke verwischen. Genau. Dab, 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 dab. Was haben wir jetzt alles angefasst? Das ist jetzt das Entscheidende tatsächlich. Hat irgendjemand von euch gut aufgepasst während dieser Szene? Das wäre jetzt irgendwie besser, denn wir müssen jetzt tatsächlich alle unsere Fingerabdrücke verwischen. Sprich, wir müssen uns daran erinnern, ja, an die ganzen Sachen, die wir eben angefasst haben. Eigentlich bin ich der Meinung, hatte Lauren sich hier nicht irgendwo...
Lauren sind nicht hier irgendwo festgehalten oder so? Irgendwo am Rahmen? Bin ich eigentlich der Meinung? Aber irgendwie will das gerade nicht so, wie ich das will. Okay, also wir hatten in jedem Fall das schwarze Telefon noch. Das macht in jedem Fall Sinn. So, was hatten wir noch? Dann hatten wir... Naja, okay, hier hatten wir ganz viel. Das Vergrößerungsglas hatten wir noch in der Hand. Dann noch, die Gläser. Wobei ich da auch schon, Vielfältiges zu gelesen habe. Sprich, oder was jetzt Vielfältiges zu gelesen? Ich persönlich bin ja der Meinung, dass, Scott nur ein Glas angefasst hat. Aber wir machen es jetzt einfach mal so, dass wir beide Gläser abwischen. Weil ich das in einer Komplettlösung so gelesen habe. So, dann darüber hinaus... Halt, nein, 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 nicht gehen. Du sollst nicht zum Fenster gehen. Du sollst dir die kleine Figur schnappen, die Lauren natürlich mit ihren Drecksfingern auch noch antatschen musste. So, und was haben wir darüber hinaus angefasst? Warum ist jetzt auf der Seite des Tisches? Ich weiß nicht genau. Dab, dab, dab. Dann noch bitte... Halt. Die Tür. Zack, 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 zack. Die hatten wir auch eindeutig angefasst. So. Nur... Ja. Die Polizei ist jede Sekunde hier. Wir müssen hier raus. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, sie hat sich hier an dem Ding noch festgehalten. Ich bin ziemlich doll sogar der Meinung. Aber er will hier nichts machen. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe alles. Wenn nicht, dann tut mir... Halt, Moment. Nee, oder war da gerade was? War da gerade ein Pfeil zu sehen oder so? Nee, das Glas ist nur gesprungen. Gut. Ja, dann, keine Ahnung, kann sein, dass ich im Eifer des Gefechts ist, was, wieder was vergessen habe. Es wäre nicht zu schlimm, sagen wir es mal so, aber ich würde es ganz gerne mal perfekt hier machen. Das war's, fertig. Sind alle weg? Ich hoffe, ich habe alles. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Wird schon reichen, ist schlecht. Dass es wirklich gereicht hat? Natürlich nicht. Super. Was habe ich jetzt vergessen? Das Opfer wurde ermordet, als sie im Laden war. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden. Gefährliches Pflaster, diese Stadt. Na gut. Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Immer wenn ich die Sequenz sehe, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob die beiden sich wirklich grün sind oder nicht. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit der Ermittlung weitermachen. Halten Sie an. Was?
Halten Sie an, verdammt! Ah, eine hysterische Furie! Nein, lass mein Steuer in Ruhe, bitte! Das wäre sehr nett, sonst gehen wir hier noch alle drauf! Oh Gott! Frauen, immer so impulsiv! Nicht gut! Wenn Sie mir nicht helfen, den Mistgeld zu finden, dann mache ich es alleine! Ja, dann mach's doch alleine, du verdammte. Ach, verdammt. Toll. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Ja, bevor sie noch Scheiße macht. Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Also gut, dann kümmern wir uns halt um sie. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns um sie kümmern. Na komm. Es regnet doch. Ist doch scheiße. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Es wird schnulzig. Das war also zärtlich? Aha, interessant. Wenn ich irgendwas anderes gedrückt hätte, frag mich jetzt bitte nicht was, dann hätte er seinen Mantel genommen und um sie herumgelegt. Aber gut. Das wäre dann anscheinend nicht zärtlich. Ist auch mal gut zu wissen. Gut. Okay. Ja. Also wie gesagt, das Manfreds Büro, das hätte man irgendwie schöner lösen können. In der Theorie, in der Praxis... Donnerstag, 11.15 Uhr, 85,50 mm. Das will ich noch kurz zu Ende erzählen. In der Praxis ist mir das aber noch nie gelungen. Ich weiß nicht, was ich immer da falsch mache oder so. Also ich bin ja der Meinung, wirklich, das Einzige, was mir jetzt gefehlt haben könnte oder was ich vermute, ist tatsächlich irgendein Rahmen oder so, wo Lauren sich gegengelehnt hat, dass ich da noch irgendwas hätte wegwischen müssen. Aber offen gesagt, ich weiß es nicht. Da kam nichts. Ich bin noch da rumgegangen. Da gab es keine Option, um da irgendwie was wegwischen zu können. Deswegen, ja... Im Endeffekt, wie gesagt, auch wenn Scott das sagt, so von wegen, wir müssen schnell machen und wir haben keine Zeit, zu lange auf dem Revier zu bleiben und so weiter und so fort, das ist absolut für die Story nicht relevant. Also es hat jetzt keine negativen Auswirkungen für mich, nur weil ich auf dem Polizeirevier war, weil es ging ja dann doch irgendwie anscheinend flotter als gedacht oder so, ich weiß es nicht genau, und Lauren und Scott können jetzt ganz normal ihre Ermittlungen weiter fortsetzen. Das Einzige, was ich jetzt nur eben nicht bekomme, ist eine Trophäe. Eine PlayStation 3 Trophäe, die man eben bekommen würde, wenn man das Ganze mal perfekt löst. Ich habe es bisher, wie gesagt, noch nie geschafft, weil irgendwas vergesse ich immer und ja, scheiß drauf, was soll's. So, nächste Prüfung. Wir sind wieder mit Ethan unterwegs. Ihr wisst hoffentlich noch, worum es geht. Sind Sie bereit, jemanden zu töten, um eine Person zu retten, die Sie wirklich lieben? Sind wir bereit? Leichter gesagt als getan. Also herkommen war ja schon mal kein Problem, aber... Gut, mal gucken wir erstmal, wen wir hier töten sollen. Hallo? Niemand zu Hause? Na, irgendjemand... Ah. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du Stoffe... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool! Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ja? Ich mach dich fertig!
Es ist also ein, ja, Drogendealer oder sowas, den wir hier umbringen sollen. Ist das jetzt moralisch vertretbarer oder nicht? Ich weiß es nicht genau. In jedem Falle sollten wir jetzt erstmal zusehen, dass wir überleben. Geh mir weg mit deiner Pumpgun! Irgendwie macht mir das Angst, wie der mit seiner Waffe hinter mir herläuft. Wir hätten uns definitiv ein leichteres Opfer suchen können. Boing! Wuh. Das Ding hinterlässt schöne Löcher. Hihi! Zugegebenermaßen kennt er sich in seiner Wohnung besser aus. Oh, keine Munition mehr. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Wo hatte er das Foto plötzlich her? Wir werden es nie erfahren. Ob Ethan den guten Typen jetzt aber tatsächlich umbringt oder nicht, das werden wir dann in der nächsten Folge von meinem Let's Play sehen. Davon mal abgesehen, ja. Also wie gesagt, hier bei dieser Prüfung ist ein komisches Gefühl, oder? Ich meine, sind sie bereit, jemanden zu töten? Ja. Ja, ja. Und dann halt so ein Typ tatsächlich. Also im ersten Moment würde man so sagen, okay, ein Drogendealer mehr oder weniger auf der Welt. Was soll's? Gibt ja genug von denen anscheinend. Ob das jetzt, ich meine, es geht ja um unseren eigenen Sohn. Klar, legen wir den um. Oder ist es dann in dem Moment vielleicht doch nicht so einfach? Weil ja ganz offensichtlich diese Person, ob sie nun einen moralisch vertretbaren Beruf haben mag oder nicht, diese Person hat ja auch ihre eigene Vergangenheit, ihre eigenen Gefühle, ihre eigene Familie. Und das Ganze ist schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, in so einer Situation, in der Ethan sich jetzt befindet, da handelt man sehr spontan und denkt vermutlich auch nicht richtig drüber nach. Und im Eifer des Gefechts macht man dann auch tatsächlich vielleicht etwas, was man hinterher bereuen würde. Ihr wiederum habt jetzt mal wieder ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob ihr das tatsächlich machen würdet oder nicht. Ob ihr das mit euch selber vereinbaren könntet, so eine Person umzulegen, für eine Person, die euch besonders am Herzen liegt. Oder ob ihr das moralisch überhaupt gar nicht vertreten könntet und dann eben in Kauf nehmen würdet, dass tatsächlich einer Person, die ihr wirklich liebt, etwas sehr Unschickliches widerfährt. Ja, mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt einfach mal wieder alleine. Ich war der Herringway. Das war Heavy Rain, die Movie Edition für den Moment. Beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Und ich sag jetzt an der Stelle einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.